MSE Impuls, der Podcast der Wirtschaftsförderung Mecklenburgische Seenplatte. Willkommen zu einer neuen Folge. Wie hört ihr gerade diesen Podcast? Über Kopfhörer, im Auto, über Lautsprecher zu Hause oder vielleicht auch ganz anders? Wir haben heute einen Gast, der sich sehr mit Akustik im Zusammenhang mit Gesundheit beschäftigt. Kerstin Brachhaus-Mechow. Sie bezeichnen das moderne Musikhören, auch Podcast-Hören, als Fastfood der Akustik. Was meinen Sie damit? Naja, das Podcast-Hören an sich muss nicht das Fastfood der Akustik sein. Es hängt davon ab, wie ich es höre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfhörer verwende, wo nur ein ganz bestimmtes Frequenzspektrum übertragen wird und ich die Lautsprecher vielleicht auch zu weit aufgedreht habe, dann ist das für meine Ohren im Prinzip nur ein Teil der Information, die im Original gesprochen wurde. Das heißt, während ich spreche, entstehen in meiner Stimme natürlicherweise ganz, ganz viele Obertöne, genauso wie bei einem Musikinstrument. Man kann das vielleicht ein wenig hören, dass es dann so wie nachschwingt, und Technologien machen, dass bestimmte Frequenzbereiche, Oberwellen oder auch tiefe oder hohe Frequenzen, technisch herausgefiltert wurden und nur die wichtigsten Informationen ans Ohr kommen. Damit spart man im Digitalbereich zum Beispiel Speicherplatz, aber unser Körper benötigt mitunter genau die Frequenz, die fehlt. Gibt es denn Möglichkeiten, diese Frequenzen zu erhalten und die trotzdem beim Abspielen von Musik oder einem Podcast mit aufnehmen zu können? Also meine Leidenschaft, die gilt ja schon so lange, wie ich auf der Welt bin, dem natürlichen Schall, der natürlichen Akustik. Und ich habe vor 20 Jahren einen genialen Kopf kennengelernt, den Rudolf Mechow. Der hat über eine lange, lange Zeit erforscht, wie die Natur Schall macht. Wenn ich eine Technologie habe, die den Schall so überträgt, wie das die Natur macht, nämlich kugelförmig, habe ich damit A, eine Möglichkeit, dass die Zellen nicht so gestresst sind wie bei zum Beispiel bei einer Box, wo wir einen hohen Direktschallanteil haben und der Schall auf den Körper drückt und damit die Zelle irritiert. Und B, das Format, welches ich auswähle und höre, eine CD hat einfach ein anderes Auflösungsformat oder ein FLAC-Format. Da ist viel mehr noch vom Original enthalten als jetzt in einem MP3. Das ist für mich dann Trockenobst in der Akustik. Sie sagen also, der Körper braucht auch ein Stück weit diese natürliche Akustik, oder dem Körper eines Menschen tut es gut, wenn er die natürliche Akustik hört und nicht die technische Akustik. Reicht es vielleicht auch, die natürliche Akustik in der natürlichen Umgebung aufzunehmen? Und warum ist das dann auch so vielleicht so wichtig? Die natürliche Akustik unterscheidet sich von der technischen dahingehend, dass Mutter Natur ununterbrochen einzelne Klänge auf die Welt bringt. Da gibt es keinen Knopf, wo dran steht Repeat. Wenn der Amselhahn am Abend auf einer Fichte oben auf der Spitze sitzt und die Luftfeuchtigkeit anders ist als an einem Tag später, ist auch die Information anders. Scheinbar ist es gleich. Aber in der Natur sind wir ständig in irgendwelchen Prozessen, es ist immer in Veränderung und die Natur ist immer einmalig und wiederholt sich nicht in der absolut gleichen Weise. Das kann nur Technik. Technik kann Klänge aufnehmen und Technik kann Klänge wiedergeben. Und jeder kennt das gute Gefühl, ich gehe in die Natur, wenn ich gestresst bin, wenn ich mich erholen möchte. Und die meisten Menschen denken, ich bin gelaufen und die Sonne scheint und deshalb geht es mir gut. Es geht mir auch gut, weil die Natur natürlichen Schall macht. Und dieser Schall geht immer durch unseren Körper hindurch und reguliert unsere Moleküle. Habe ich jetzt aber ein therapeutisches Anliegen, wie ich jetzt in meiner Arbeit, zu mir kommen Menschen, die sich nicht wohlfühlen, dann setze ich die Menschen in technisch erzeugten natürlichen Schall
und gebe dem Körper über eine Stunde zum Beispiel ein Regulativ. Der Körper arbeitet dann mit dem Regulativ und fühlt sich danach wieder wohl. Also reicht es für die Menschen, die zu Ihnen kommen, nicht aus, einfach nur mal einen Spaziergang im Wald zu machen, sondern die brauchen nochmal die gezielte Beschallung. Richtig, wir sprechen dann in dem Fall von einer Durchschallung. Es ist ein Prinzip von Akustik, dass Akustik immer durch unseren Körper hindurchgeht. Im Falle meiner therapeutischen Anwendung ist das von Vorteil, weil ich dieses Prinzip bewusst verwende. Im Falle von Frequenzen, die wir für den Körper nicht haben wollen, da sind wir dann in der ganzen Welt des akustischen Smogs, ist dieser Bereich der Physik von Nachteil, dass dann also auch ungesunde Frequenzbereiche, die wir nicht hören können, wie Infraschall oder Ultraschall oder auch Direktschallfrequenzen, Stehwellen, wenn die unseren Körper erreichen, dann können wir uns ja nicht wehren, weil wir sie nicht sehen. Wenn ich die Quelle nicht herausfinde, kann ich das auch nicht umgehen. Frau Brachos-Mecho, Sie haben ja nicht nur therapeutische Angebote, sondern wir haben gesehen, dass Sie auch Produkte herstellen für natürliche Akustik. Können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Das mache ich gerne. Ich habe, wie schon bereits erwähnt, vor 20 Jahren einen genialen Geist kennengelernt, den Rudolf Mecho. Rudolf Mecho hat sich als Ingenieur eigentlich sein Leben lang damit beschäftigt, wie kriege ich den natürlichen Schall in eine Technologie transferiert, damit natürlicher Schall überall dort, wo Menschen, aber nicht nur Menschen, auch Pflanzen und Tiere leben, wirken, sein müssen. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel auch an ein Bett gefesselt sind oder an einen Rollstuhl, nicht mehr in ein Konzert können. Wie kann ich den Lebewesen natürlichen Schall zur Verfügung stellen? Und diese Technologie ist mit Maueröffnung sehr berühmt geworden, sehr bekannt geworden, auch als damals Phoenix Klangsäule, wird heute als Mecho-Schallwandler vertrieben und gefertigt hier in der Region, in der ländlichen Region um Neustrelitz und wird Menschen angeboten, die A, als Therapeuten arbeiten. Das ist dann mein drittes Bein meiner Klanggesund-Wortschöpfung. Sie lernen also zum Beispiel als Arzt natürlichen Schall in der Wundheilung einzusetzen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, hey, Frau Brachos-Mecho, ich habe das Gefühl, ich höre irgendwie nicht so richtig. Die lernen dann bei mir, wie sie diese Technologien, die wir produzieren, zur Hörverbesserung einsetzen. Andere haben Arthrose und nehmen das zur Schmerztherapie. Andere haben Schlafprobleme, manche haben Schwindel. Also es gibt viele, viele Anwendungsgebiete, wo natürlicher Schall hingehört. Auch zum Beispiel in Seniorenresidenzen, ja, was jetzt unsere Zuhörerinnen nicht sehen können. Wir sitzen ja hier in meinem großen Praxisraum, wo diese speziellen Lautsprecher stehen und hier können jetzt 9 Menschen gleichzeitig in einer Klangbadewanne sitzen. Das könnte jetzt ebenso ein Klassenzimmer sein, das könnte eine Kita sein, das könnte aber auch ein Seniorenraum sein, wo Menschen, die nicht mehr ins Konzert gehen können, ganz natürlichen Live-Sound wahrnehmen können und gleichzeitig sich durch den Schall quasi ernähren. Sie bieten also Ihre Angebote nicht nur hier vor Ort in Ihrer Praxis an, sondern überall da, wo sie gebraucht werden und auch extern. Ja, meine Aufgabe besteht hauptsächlich darin, eine Idee zu transportieren, dass Schall, Durchschallung und Naturschall jetzt im Besonderen genauso zur Gesundheit und zur Gesundung gehört wie unser Essen, frische Luft, Schlaf, Bewegung. Nur, dass es den Menschen nicht bewusst, dass das im Prinzip in der Palette der Dinge, die uns gesund erhalten und gesund machen, natürlicher Schall genauso wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel gesundes Essen. Sie sind ja als Unternehmerin hier am Standort Neustrelitz aktiv. Was gefällt Ihnen denn am Standort Neustrelitz besonders? Ich habe mich vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, dieses Produkt zu produzieren,
für den ländlichen Bereich entschieden. Das hatte damals Kostengründe, weil Mieträume in der Stadt einfach nicht so kostengünstig sind wie auf dem Lande. Das hat dann auch was mit Gewerbesteuer zu tun gehabt, mit Hebesätzen zu tun gehabt. Und alle, die sich mal ganz klein als Einzelperson mal selbstständig gemacht haben, wissen um einfach immer auch Kostenfaktoren. Aber jetzt habe ich hier in Neustrelitz ja den Standort meiner heilpraktischen Praxis, wo ich diese Frequenz- und Musiktherapie anbiete, aber auch Lebensberatung. Das ist aber genauso auch mein Akademiestandort, wo ich meine Seminare anbiete. Hat den Vorteil, dass ich einfach den Bahnhof in der Nähe habe, weil mich besuchen auch Menschen, die von sehr weit wegkommen. Was war denn die weiteste Entfernung, die jemand zu Ihnen bis jetzt gereist ist? Im letzten Jahr hatte ich hier einen ayurvedischen indischen Arzt, der sich für meine Arbeit interessiert hat, und diese Klinik arbeitet inzwischen mit unseren Produkten. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja eine wirklich weite Entfernung. Was sind denn Ihre Ziele für die nächste Zeit und für die Zukunft? Wie wollen Sie Ihr Angebot vielleicht noch erweitern oder besser bekannt machen? Ja, Visionen hat ja jeder Mensch. Ich träume davon, dass natürlicher Schall in Form von Technologie irgendwann, vielleicht doch mal nach meinem Leben, diese Welt umspannt. Weil was viele sich nicht wirklich vorstellen können, ist, dass Naturschall ein Regulativ ist. Für mich ist natürlicher Schall ein Peacemaker. Wenn also Klang, der meinen Körper nicht angreift, sondern meinen Körper sanft durchschwingt, zu einem erhöhten Wohlbefinden führt, dann bin ich ja in mir zufrieden. Und diese Zufriedenheit strahlt ja auch von mir in die Welt. Habe ich in mir Unfrieden? Habe ich in mir Aggressionen oder meinem Körper geht es nicht gut? Dann sende ich das auch auf meine Mitmenschen aus, die dann oft gar nicht wissen, warum das jetzt in dem Moment ist. Kann ich aber nach meinem stressigen Alltag mich abends eine Stunde in meine sogenannte Klangbadewanne legen und die Musik reguliert meine Moleküle und ich bin danach zufrieden und vielleicht sogar noch mal ein bisschen erholt, dann habe ich ja noch was von meinem Tag, den Rest des Tages, und verrecke nicht auf dem Sofa. Ich glaube, mehr Gesundheit auch durch Akustik und mehr Glück, das können wir uns alle nur wünschen, und das wünschen wir auch den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich. Als letzte Frage wäre dann noch spannend, wie können denn interessierte Menschen jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Also natürlich immer übers Internet. Ich habe vor einigen Jahren ja eine Wortschöpfung geprägt, die man sich sehr gut merken kann. Alles in meinem Leben, in meiner Arbeit dreht sich um Klang gesund, Leben, Wirken. Und kerngesund wollen wir alle sein. Und wenn wir auch noch klanggesund sind, nämlich genau unter diesem Wort, finden Sie mich im Internet. Auch auf YouTube finden Sie mich. Dann haben Sie den Kontakt zu mir. Okay, die verschiedenen Möglichkeiten verlinken wir dann natürlich in den Shownotes. Und da möchte ich Ihnen jetzt herzlich danken für die ganzen Informationen über Akustik. Das hat mich sehr bereichert. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Mehr Infos zum Thema und zu uns gibt es auf unserer Website wirtschaft-seenplatte.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.